Captain Morgan! Ja. Und damit begrüßt euch der Captain zurück zu seiner Reise durch seinen Schädel. Sein Schädel und das DLC-Gebiet. Nummer 2. Das, keine Ahnung, es heißt Trümmerhaufen auf dem Leuchtfeuer. Es ist ja sehr schief, kaputt und vertrümmert und ja. Ja. Guck mal, da steht doch irgendwie so einer wie Joel da. Nee, der sitzt auf dem Stuhl. Ah, das ist ein Chiller. Hey, Bro. Oh, your head's square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last. But here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Was holen wir dann? Ein Anliegen führt mich zu euch. Was denn was? Well, that came out of nowhere. Ja. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that. Not a smithereen. Gegenstand kaufen. Ich hab nix. Aber sie hat ja nichts, also dann. Keep your money. Kannst du aber mal sprechen, oder? Weiß ich nicht. Jo, aber erstmal. Ich laber jetzt dann noch was Lustiges. Naja, wir machen jetzt das nette DLC-Gebiet und legen danach die Fürstenasche auf den Thron. Ja, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die da hinlegen. Vielleicht kommt da ein Cutscene und direkt Endbosskampf oder so, weil wir es nicht wissen, aber ja, erahnen können, dass es danach zu Ende ist. Ja, machen wir erstmal das. Das ist jetzt der Punkt. So. Und diese ominöse Waffe sieht lustig aus, sie ist teuer und nur hier im DLC zu kaufen. Ich will sie haben. Ja, das ist alles. Sie hat nichts für uns, das ist aber merkwürdig. Keep your mouth. Achso, und ich wollte nochmal gucken, ob man mit ihr reden kann. Vielleicht sagt sie noch was Interessantes. At the great kingdoms and ja, erstmal überspringen. Ich hab Doppelklick gemacht. Will be one and the same. The great tide of human enterprise. All for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Wow. Sieht auf jeden Fall schick aus. You just can't stop yourself. At least hear this. Far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men. Okay, wir suchen einen Baum mit einem Loch drin und da wollen wir rein. Wie bei Alice im Wunderland. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships. Ah, das hat sie eben schon gesagt. One and the same. Ja, okay. Aber jetzt habe ich den Anfang auch nicht und so. Wir haben ja so gedacht, wenn sich beim Ende der Welt alles zusammenschiebt, irgendwo müsste ja hier alles auseinandertreffen. Huch. Der kommt mir bekannt vor, ist das nicht Onkel Gale? Das ist Onkel Gale und der sagt, hier. Da runter. Wage den Sprung. Ja, ja. Ja gut, das war nicht so. Ja, ja, ja. Oh. Haben wir den Katzenring an, oder? Nö. Hier ist Asche, hier kriegen wir scheinbar... Ach, guck mal, wir stehen hier... Wir stecken voll tief drin. Auch schön. Ey, manchmal guck mal da links hoch. Guck mal. Auch schick. Die Sonne. Da wird was beschworen. Ich suche den Beschwörenden. Ah, sie kommen aus den Böden. Hab dich. Sterben die jetzt alle? Nope.
eben waren es mehr, habe ich das Gefühl. Naja, das sind noch ein paar. Ich finde, das sind immer noch genug. Spawnen da noch weitere, oder? Giga! Wer zaubert da? Ich sehe ihn nicht. Ein Zauberer. Ja, das dachte ich mir jetzt auch. Warum hast du dann gefragt, wenn du es wusstest? Junge! Da hinten steht er. Lass da nicht durch. Ist das auch ein Beschwörer? Ja. Kann sein. Auf jeden Fall nervt er. Ja, aber es gibt nur noch einen, der da rumkraxelt, und das ist der. Wow. Please. Ein toter Drache. Ah ja, der ist tot. Noch ein Beschwörer. Oder ein Zauberer. Ja, vielleicht werden die gar nicht beschworen, sondern... Schlüpfen einfach nur so aus dem Boden. Ja. Oh, schicke aus. Ah! Ich wollte doch nur das... Lass mich! Aber die Asche dämmt uns gut. Ja, schicke Aussicht auf jeden Fall. I'm afraid. Ihr bricht alles auseinander. Aus! Pfui! Kollege, du wirst. Yo! Ist gleich tot. Junge, was war denn mit dem los? Blut können wir auch mal wieder aktivieren, oder? Ja, können wir. Können wir gleich mal machen. Ja, weil hier ist es ja gar nicht mal... Oh. Geht hier nicht. Ich kann sie nicht benutzen. Schade. Try it again. Nein. Liegt das am Gebiet? Geht das hier nicht? Das kann sein. Frage ich mich, was wäre passiert, wenn wir mit einer Glut hierher gekommen wären. Das, guck mal, guck dir das, wenn man das Gebäude an, das ist so... Voll, das liegt voll auf dem Boot zur Seite, weißt du? Das ist ja, weil wir sind so übelst in dem umgefallenen Tower. Cool, hä? Jo. Die Waffe, die diese Kollegen hier benutzen, haben wir jetzt auch. Cool. Gut, nichts fallen lassen. Ah, noch mehr von ihnen. Wie unerwartet. Vorsicht, die schießen so einen bösen Geist auf dich. Okay, also das Gebiet ist dann doch echt... Noch mehr! Müsste ja jetzt eigentlich eines der schwersten Gebiete jetzt sein, ne? Ja, das ist das schwerste. Hoffe ich auch. Ja, schon mal ganz gut voran. Gut, dann geht es hier raus und ja, wie gesagt, da oben noch. Aber ich habe hier unten gerade aufgeräumt, also merken wir uns einfach, dass man beim Anfang auch nicht runterfallen kann. Ich frage mich, ob wir noch an anderen Stellen einfach so runterspringen können, weil das dämpft uns ja als allgemein schon ziemlich ja, gut hier. Da. Der Onkel Gale sagt immer noch weiter runter. Junge, was denn? Ah, Laserschwert, die Blaster-Angriffe. Es ist dein scheiß Engel. Oder sieht aus wie so ein Klischee-Engel. Ah, es schießt mit Laserangriffen. Aber durch Onkel Gale kommt es durch. Ich kann nicht schießen. Gar nicht? Kommt da ein Pfeil raus? Ja. Ja. Hä? Ich sehe den nämlich nicht fliegen, weil da so viel leuchtet. Ah, du schießt drüber. Mensch. Hast du dagegen geschossen, gegen die Wand? Nein, habe ich nicht. Jetzt nicht. Ich hatte eben gerade. Ich habe nur, glaube ich, nach der Wand einfach aus den Augen verloren. Ja, das geht sogar gut. Killen wir den Engel. Das ist kein Engel. Guck mal, wie der aussieht. Der Teufel ist auch ein Engel. Was? Was?
Wer ist auch ein Engel? Ich hab dich nicht verstanden. Der Teufel ist auch ein Engel. Ja. Willst du mich verarschen? Gut, ich glaube, das bringt uns nicht voran. Vielleicht sollten wir einfach kamikaze-mäßig da runterjumpen. Hiha. Oh mein Gott, wir werden beschossen. Das ist eine ziemlich coole Mechanik jetzt hier. Welche gottlose Gegend ist dies? Ich will jetzt nicht schon wieder einstürzen. Oh, wenn er rauskommt, kann er sich also noch reinziehen. Das ist ja sehr gut zu wissen. Das ist komisch. Ich glaube, das Holz ist da nicht so stabil. Ich glaube, das Holz ist stabil, aber das ist das fliegende Vieh. Ist da noch was? Irgendwas? Weiß ich nicht. Haralds Strahl, irgendwas. Hartstahl Ring plus 3? The fuck, bitch, what? Tatsache plus. Hä? Plus 3? Nice. Physische Schadensminderung, ja, ist ja gerade nicht. Ja, wir haben gerade ein Magieproblem. Gerade werden wir beschossen. Und zwar nicht von Patronen. Ja. Was habe ich stattdessen gerade weggemacht? Ein Falkenränder. Ja. Weil ich kann ihn ja eh nicht töten, also warum? Was machen wir hier? Beide auf einmal? Oh. Ich jetzt da einen. Wo ist meine Pyromantieflamme? Oh, links. Nicht wahr? Ja. Ich kann nicht, weil. War unerwartet. Kumpel, du hast einen schönen Helm. Ja, okay, verstehe. Du kannst ihn ja backsteppen, den Bösen. Dann kannst du deinem Kumpel helfen. Oh, ich habe aber auch dummerweise meinen Kumpel getroffen. Ruhig, ruhig, Brauner. Ja, er beruhigt sich nicht. Ich glaube, weil ich ihn schon gehauen habe. Ja? Jetzt beruhigt er sich nicht mehr. Ich kann ihn nicht angehen. Ja, guck mal, aber er ist auch. Ja, weil er jetzt ein Verbündeter ist, aber jetzt. Okay, jetzt. Vielleicht hat es nur gedauert, weil er noch aggro war. Ich verstehe es auch nicht. Hm. Es hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Wait? Ja, die okay. Die folgen einen nicht die ganze Zeit, die jener nicht so hinterher, oder? Obwohl, das hält auch nicht so ewig. Nee, die gehen nicht hinterher, die gehen ihre alten Patrouillenwege ab. Und wenn die einen hinterhergehen würden und das ewig halten würden, hätte ich gesagt, wir holen uns immer so einen Buddy. Ja, würde ich auch, aber das geht ja weg. Leider. Das ist ja ein bisschen zu einfach. Ein bisschen ist gut. Okay, ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Geht's ja oben weiter und das ist einfach nur so eine Bonusrunde, die wir hier gerade gehen. Obwohl, wir müssen ja nach unten zu einem Baum. Aber jetzt auch niederknien. Haben wir doch irgendwo, oder? Doch niederknien hatten wir mal. Da! Das da. Keine Ahnung, weil es sieht so aus, als würde es hier weitergehen, aber. Tut es nicht. Na, einfach mal mitmachen. Ja, hätte ja sein können. Weißt du, weil der gibt das hier so schön vor, dass man das hier machen soll. Vielleicht. Ja. Schade. Gut. Ja. Dann gehen wir einfach da weiter. Vielleicht woanders. Mal wieder. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen immer nach unten. Ich glaube auch. Die verschwinden dann aber auch immer wieder. Ja, die sind dann weg. Na, ist schon mal gut. Da geht's ja auch wieder rein.
Ist ja nice. Ja, schön. Gehen wir erstmal oben alles ab, bevor wir nach unten gehen, ne? Ja, ich dachte mir so, weil wir sind am Anfang runtergefallen, also denke ich, dass es nach unten... Schaffen wir jetzt auch einen Verbindungsweg wieder nach oben, das wäre nämlich echt famos. Oh ja. Drüber Langstab. Oh. Oh mein Gott, sie greifen uns wieder an! Sie sind überall! Kannst du ein paar Verbündete, obwohl die sind nicht so schnell, also weiß ich nicht, ob die viel Verbündung bringen. Ja, die Zauberer vielleicht. Die stehen, ja, die Zauberer vielleicht. Aber jetzt haben wir auch gerade keine Zeit. Ich kann auch nichts sehen, wo ich lang muss, weil überall sind Dudes. Oh, links. Vielleicht ist auch noch einer. Und Jotzifix! Oh mein Gott, sie greifen uns an! Der lässt sich davon nicht so... Obwohl, der da hinten, doch, der. Ich will mein Schild! Ah, ich brauche meine Pyroventilflamme rechts. Kannst du ja nach rechts widerlegen. Ich bin das eigentlich so gewohnt. Vorsicht, hinter dir ist auch noch ein Schütze. Nee, ist er nicht. Nicht? Da war noch einer. Nee. Hinter dir? Nein, das war dieses schwarze Ding, das aus dem Nichts kommt und dann wieder verschwindet. Okay. Ich wusste nicht, ich hab nur so einen Umriss gesehen. Und das hat viel Schaden gemacht für einen Schützen. Warte mal, ich muss hier nicht mehr lang. Oder da war ein versteckter Geheimweg, aber ich weiß es nicht. Diesen Dreck! Oder eben links sah da vielleicht sowas aus. Hätten wir mal gegenrollen können. Aber ich war nicht sicher. Komm auch immer wieder hier raus, ne? So, ähnlich Reichweite. Aber langrollen und gegen die Wand rollen. Da jetzt da links, so, weißt du, da. Komm. Ich dachte hier vielleicht so. Da rechts? Dieses Ding da. Das ja. Ist. Ah! Ja. Boah, ich hatte recht, cool. Nice. Okay, man muss wirklich alle Typen mit dem Stab töten. Die können die wirklich spawnen, glaube ich. Möglich. Oder es ist einfach so ein schwieriges Gebiet, dass die einfach permanent immer wieder spawnen. Oh, du bist gleich tot. Warum ist der mit seinem Kackstock schneller? Du hast nur einen Stock, Kollege. Einen Stock. Aber ein Zauberstock. Er kann zaubern, deswegen ist er noch lange nicht magisch. Der Stock? Der Stock ist nicht magisch. Er kann mit dem Stock zaubern, aber deswegen ist der Stock ja nicht magisch. Der Typ ist magisch. Aber sicher, dass er nicht mit dem Stock zaubert? Oder ja, war da links noch was? Links oder so? Nein. Achso. Er benutzt seinen Stock als Katalysator. Aber wie gesagt, er ist der Magier. Der Stock ist mir scheißegal. Ist überall noch irgendwo hin. Also. Okay, dann können wir auch gleich hier oben erstmal fertig machen, weil da unten geht es, glaube ich, weiter. Ja. Oh mein Gott. Da ist noch ein Magier, ne? Ja, ich weiß. Ich hab doch sogar noch gelenkt, aber... Der Luft lenken ist ein bisschen schwierig hier, glaube ich. Oh mein Gott, sie greifen uns an. Die Hooligans wieder. Es ist echt nervig, dass es so viele sind. Ja, aber die sind ja jetzt alle wieder tot. Bis auf die zwei. So. So. Gehen ja recht leicht. Da hinten geht's in die eine Richtung weiter, dann geht's hier bei dem aschenden Drachen. Da gucke ich nochmal schnell nach. Ob hier. Nein. Oh. Okay, da kommt man auch nur danach. Wow, ich höre irgendwas mit einer sehr großen. Kommt bestimmt hier unten Rüstung jetzt auch zu, oder? Waffe und es klingt nach so einer Art Fettsack. Ein Geflügelritter, hier! Vielleicht kannst du ihn ja bedingsen, betören. Ja, das versuche ich.
bezirzen mit deinen Pheromonen. Ja, ich bin so sexy. Au, au, au. Okay, nicht, er hat nicht mal einen Kopf. Okay. Geh gegen sowas wird das wohl nicht, ihm schöne Augen zu machen, wenn er es nicht sieht. Ein unbestechlicher Mann. Soll's auch geben. Ehrliche Männer in dieser Stadt. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Oh. Ja, du wirst aber nicht getroffen. Sehr gut. Ja, ausweichen. Fehlt einfach voll. War ja eigentlich hohl. Ich glaube schon. Der sah ziemlich luftig aus. Ah, jetzt können wir da links die Treppe in den Turm, den wir von oben, glaube ich, gesehen haben. Aquamarindolch. Wie schick. Aquaman. Oho. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Ja, diese Wand können wir kaputt schlagen. Schade. Was ist das hier, das Special-Gebiet? Ja, das hier ist der Bonusteil. Und dann müssen wir uns die Knochen brechen. Also, naja, eigentlich nicht. Uns geht's ja gut. Wir können ja 30 Meter fallen und. Ich glaube sogar sind mehr als 30 Meter. Ja, das könnten auch so 100. 100. Ich meine, guck dir das mal an. Alter, wie lange er fällt. Boah. Wir können ja ausrechnen, anhand wie lange er fällt, wie weit er gefallen ist. Könnten wir ja. Können wir ja dem Deadlift so einen Querschnitt können wir ja bestimmt aufstellen. Luftdichte. Querschnitts-Deadlift. So ein Querschnitts-Detlef ist menschengroß, kriegen wir noch einen Querschnitt. Er ist ja recht senkrecht gefallen. Geh doch. Ich weiß gar nicht, beschleunigt man hier auch im Fall? In diesem Spiel, ist das so? Das weiß ich nicht. Hast du? So präzise. Ich glaube, ich war noch irgendwie zu weit weg. Ja. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, gut. Hey, komm klar! Wow. Okay, wir haben dir einen Fünfer gegeben. Der Buff ist drauf. Okay. Er braucht erst ein bisschen Überredungsarbeit. Das ist aber schwer zu überzeugen. Aber er hat dafür gesorgt, dass ich jetzt genug Zeit und Zeug hatte, um ihn gemütlich zu backsteppen. Ja. Schön. Wie geht? Ist okay. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen näher rangehen und dann klappt das. Kann man mal machen. So, jetzt erstmal. Wir hätten unsere Mana-Tränke wieder ausbauen können, eigentlich. Ja, das hätten wir. Hm. Naja. What would happen? Weil dieser. Ja, dieser Verbindungszauber ist echt toll. Vielleicht hilft das ja. Aber die hören dich doch, oder? Na und? Na, die brauchen sowieso eine Weile, bis sie aus ihren Böden kommen und verlieren dich wahrscheinlich wieder recht schnell. Ne, sie sehen mich ja noch nicht. Sie werden getriggert, weil ich durchgehe. Das weiß das Spiel, aber sie nicht. Okay. Ah, unsere Seelen, die keine Ahnung wie viel sind. Naja, ein paar bestimmt. Was macht der denn da? Rammelt der die Kiste? Hast du das gesehen? Ja. Das ist der Kistenrammler. Der Kollege, da war noch nicht tot. So, jetzt habe ich hier oben. Gebiet sicher. Nicht sie sicher. Da ist noch wer. Aber der sieht uns ja nicht. Och, da fliegen nur die Kisten auseinander. Nichts Besonderes. Ja, klingt sicher. Wow! Oh mein Gott! Geister! Weißbrot!
dieses Tuch und der Topf darüber sah gerade aus, als würden da irgendwelche Leute tot gegen die Bücherregal gelehnt stehen. Du kannst das Tuch mitnehmen, ist schön. Ja, da kann man uns den Sneaky-Weg öffnen. Schön. Was hat dieser Rundweg gebracht, wenn ich jetzt einfach nur da liege? Ja, der muss ja irgendwie weitergehen, ne? Ja, das dachte ich auch gerade. Oder hinter dir, die da lang, hinter dir. Da links. Ja, das hier ist doch. Nein, rechts. Oh. Da? Nein, rechts habe ich gesagt. Oh. Da ist doch. Da fehlt doch ein Stück Mauer. Ah ja. Das hatte ich zuerst gesehen und wollte auch da lang und dann habe ich es irgendwie wieder verpennt. Schön, dass man hier keinen Fallschaden bekommt. Oh, wie nett! Dreimal kann man ja vierfach auf ausrüsten. Nein, plus drei. Achso, rechts okay. Steht eins. Stimmt, ja, ich habe gerade. Das ist die verstärkte Variante. Okay, besser. Dann ist ja alles gut. Bin ich ja happy. And clap my hands. Klasse, diese Asche. Oh mein Gott! Rette sich, wer kann. Okay, es hat aufgehört. Ich will da jetzt nicht drüber. Du kannst ja durchrollen. Bevor dich das begriff. Oh, was haben wir denn da? Sind das diese Engel? Ich kann es ja einen hierher locken und dann schießt du oben einmal drauf und dann bricht er das Teil über ihm zusammen und ja, oder ich. Okay, so. Also. Guck mir das. Backsteps den Engel. Ja. Du Monster. Hat nee, es ist nur so ein komisches Pflanzending. Der funkelt, die Nit fallen lässt. Auch schön. Aber wozu ist das Ding umgefallen? Kommen wir da irgendwann später drauf? Weißt du, was ich... Oh, danke, Onkel Gale. Dankeschön. Auf den Toren kommen wir da später irgendwie drüber? Weiß ich nicht. Ich als Brücke dienen? Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es da Gänge gibt. Naja. Okay, da kommt was angefeuert. Das ist ein Item. Ja. Ein großer Bösewicht. Ach, das ist der wieder. Gut, gegen den hilft ja, wir wissen's. Abbauen. Du könntest ja mit Schlamm besudeln, dann denkt er, wir wären einer von seinesgleichen. Sehr gut. Er weiß es doch nicht besser, er sieht doch nichts. Ist halt echt so. Wow, der hat trotzdem noch getroffen? Ich dachte, ich wäre echt gut auf Abstand gegangen. Oh. Junge! Der Kollege macht aber auch Schaden, wenn er mal trifft. Aber wie ich jetzt schon weiß, hat er eine starke Blitzschwäche, die ich nicht weiter ausnutze. Weil ich irgendwie keinen Bock auf den Buff anzumachen oder so. Ja, da ein, zwei Schläge ist er tot. Ja, gut. Ja, also mit dem Blitzbuff ging es besser. Harald heißt der. Haralds Legion. Okay. Wer auch immer Harald ist. Vorsicht. Oh, ich dachte, du versinkst jetzt, du bist tot. Das wäre peinlich. Hm. Dann hast du wieder die Versteinerten. Ist ja schick. Ne? Oh ja! Heimatknochen. Das heißt, von hier kommen wir erstmal nicht zurück zum Leuchtfeuer. Aber naja, brauchen wir ja nicht. A frame drops down. Nein. Slowing down. Okay, das ist echt scheiße. Komm. Guck mal nach unten. Ist da irgendwas so anspruchsvolles wie die Gegend? Vielleicht springen wir einfach mal runter und dann hat die neue Gegend geladen und die alte nicht mehr und dann geht's. Will doch nur ein Heildrang. Hätte ich auch auf den Vorsprung da springen können rechts? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Obwohl, da ging es glaube ich noch weiter, oder? Ja. Yep. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch später noch dahin. Das ist ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Ah. Wozu dann Heimatknochen machen?
weil die denken, vielleicht haben wir keine mehr und hätten gerne welche. Oh, danke. Das macht doch Sinn, oder? Für die, die Dark Dark Souls übersehen haben. Ja, eben. Weißt du, wenn du so ein bisschen schief drauf guckst, könnte es auch sein, dass wir gerade die Wände hochlaufen. Jetzt sieht's wirklich so aus. Ja, wir sind gerade der... Ja. Wir machen gerade Bad Climbing. Ja. Yeah. Das ist cool. Wie damals in den 60ern. Bad Climbing. Ja. Da müsst ihr jetzt noch wer aus dem Fenster gucken. Hä, was ist denn hier los? Also das mit den schiefen Gebäuden, das ist auf jeden Fall schon richtig gut. Das ist eine super Sache, sag ich dir. Oh, wir überziehen voll. Oh, verdammt. Wir haben Leuchtfeuer gerade perfekt Pause machen können. Alles klar, wir wissen auch, wo wir sind. Da ist wieder dieses Flügelvieh und ich will nach Hause. Oh mein Gott, es beschießt uns mit Laserstrahlen. Laserstrahlen, Laserstrahlen, Laserstrahlen. Ah, so. Verdammt. Ja, gut, dann bist du dran und darfst. Alter, diese sehr schiefe Gegend. Erkunden. Erkunden. Ja, mach ich doch. Na dann.